Willkommen, Freunde, zu einer weiteren Runde Detroit Become Human. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir das letzte Mal stehen geblieben sind, deswegen gehen wir einfach mal auf Fortfahren und sehen, was kommt. Warum musste er sterben? Was ist vor dem Messerangriff passiert, hm? Wie lange warst du da oben? Warum bist du nicht einfach weggerannt? Eigentlich kann er einen ja leid tun, ne? Wurde er da misshandelt? Sag endlich was, Gott verdammt! Hat sich nur gewehrt und jetzt kriegt er. Wird er wie ein Schwerverbrecher von. Scheiß drauf, okay, ich bin hat hier raus. Scheiße gebaut. Rechtfertigt niemanden irgendwie abzustechen, aber. So ein bisschen tut er mir trotzdem leid. Wir verschwenden unsere Zeit mit dieser Maschine. Wir werden nichts aus ihr herauskriegen. Wir könnten ihm ja ein bisschen Druck machen. Es ist doch so. Er ist kein Mensch. Androiden spüren keinen Schmerz. Sie würden ihn nur beschädigen und nicht zum Reden bringen. Abweichler neigen außerdem zur Selbstzerstörung, wenn sie Stress ausgesetzt sind. Okay, Klugscheißer. Was sollen wir dann tun? Ich könnte ihn befragen. Ja. Ja, warum nicht? Mach doch. Schaden kann's nicht. Na los, er gehört ganz dir. Okay, wir versuchen natürlich ganz einfühlsam zu sein, das ist ja wohl klar. Da setzen wir uns erstmal. Erstellungsdatum 29.05.2030. Okay. Das hatten wir schon. Auf jeden Fall eine große Bestätigung. Ja. Schlagspuren. Haben wir alle Hinweise. Erreiche optimal Stresslevel für Geständnis. Fragen wir erstmal nach den Wunden. Du bist beschädigt. War das dein Besitzer? Hat er dich geschlagen? Mein Name ist Connor. Was ist mit dir? Wie ist dein Name? Hör mal. Ich weiß, dass du viel durchgemacht hast. Aber ich möchte gerne verstehen, was passiert ist. Ich glaube, das ist die richtige Strategie. Hör mal. Ich bin auf deiner Seite. Ich will dir helfen. Aber das kann ich nicht tun, wenn du nicht mit mir redest. Ich will dir bloß helfen. Aber du musst mir vertrauen. Ich möchte dich wirklich hier rausholen. Was? Was werden sie mit mir machen? Komisch, ne? Weil man denkt ja immer so, die Androiden kennen keine Schmerzen. Oder haben Angst. Sie werden dich demontieren für eine Analyse deiner Biokomponenten. Anders können sie nicht herausfinden, was genau passiert ist. Warum hast du mich verraten? Warum bist du nicht einfach gegangen? Ich bin auf die Jagd nach Abweichlern programmiert.
Ich habe meine Mission erfüllt. Ich will nicht sterben. Krass, eine Maschine, die Angst hat. Dann rede mit mir. Ich? Ich kann nicht. Wo ist das Problem? Er muss doch nur sagen, dass er vorher geschlagen wurde. Ich verstehe, was in dir vorging. Du wurdest übermannt von Wut und Frustration. Du bist nicht schuld an dem, was passiert ist. Okay, gut, dann nicht. Okay, erhöhen wir mal mein Stresslevel ein bisschen. Also, ich stehe hier nicht unter Mordverdacht, oder? Sie werden dich foltern. Und nicht aufhören, bis du ihnen alles gesagt hast. So weit muss es nicht kommen. Das liegt ganz bei dir. Stresslevel noch zu niedrig, also muss härter werden, ne? Du lässt mir keine Wahl. Er hat sich gewehrt. Ich konnte gar nichts sehen. Das führt alles zu nichts. Ich gebe auf. Oh, krass. Eine zweite Chance haben wir nicht, ja? Das ist zum Kotzen. Ich hab gedacht, wir schaffen es. Naja. Oh, na gut, gehen wir. Geht weg! Fasst mich nicht an! Was zur Hölle machst du da? Weg! Fassen Sie ihn nicht an. Er zerstört sich selbst, wenn er bedroht wird. Halt dich da bloß raus. Mir sagt kein Android, was ich zu tun habe. Sie verstehen nicht. Wenn er sich zerstört, erfahren wir gar nichts von ihm. Halt doch endlich dein verdammtes Maul! Chris! Bringst du das Arschloch jetzt weg? Ich versuch's! Ich kann das nicht zulassen! Lassen Sie ihn in Ruhe! Sofort! Ich habe dich gewarnt, Arschloch! Das reicht jetzt! Kümmere dich um deinen eigenen Kram, Hank! Ich sagte, das reicht jetzt! Alter, die zielen gegenseitig im Polizeirevier mit Knarren auf. Fuck! Ja, geile Bullerei. Diesmal wirst du nicht damit durchkommen. Voll die Pfeifen. Fuck! Es ist alles in Ordnung. Es ist vorbei. Niemand wird dir etwas antun. Bitte, nicht anfassen. Er wird ihnen aus dem Raum folgen und keine Probleme machen. Ich erzähl doch wenigstens, was du gesehen oder gemacht hast. Software-Instabilität. Scheiße, ich hätte gedacht, ich packe es. Naja, egal. Das war auf jeden Fall ein interessanter Teil. Ich glaube, wir machen einfach weiter, genau. Ist einfach noch zu früh, die Aufnahme abzubrechen. Wow, das sieht natürlich auch wieder grafisch richtig geil aus. Von der Farbe her, ey, Wahnsinn. Ich vermute mal, das ist jetzt der Teil wieder mit der Haushälterin und oder Kindermädchen, wie man es auch nennen möchte, und dem kleinen Mädel, dass die jetzt hier irgendwie aussteigen. Danke für Ihre Reise mit Detroit Buses. Gerade die schläft, das finde ich ja fasziniert. Okay. Android, oder? Endstation. Endstation? Ja, ihr müsst aussteigen.
Bin mal gespannt, wo die zum Schluss landen. Das wird bestimmt noch sehr interessant. Vielleicht kann er uns helfen. Ich habe doch zwei gedrückt für Unterschlupf. Scheiße. Ist alles okay? Wir finden schon einen Schlafplatz. Ist natürlich jetzt eine scheiß Situation, ne? Ist arschkalt draußen, es regnet. Komm, Alice, wir müssen uns beeilen. Wenn sie hier auf ihre einsteigen. Ne. Ah. Mal hier hin. Irgendwas hat sie da gesehen. Achso. Die ist schon rübergegangen, okay. Pass auf Alice auf. Alice, du bist ja eiskalt. Schon okay, mir ist nicht so kalt. Ihr wirkt verloren. Wir wissen nicht wohin. Ich weiß jemanden, der helfen kann. Wow. Ist ja krass. Das ist auf der anderen Seite der Stadt. Wir brauchen jetzt etwas. Trotzdem krass, dass sie versuchen, sich gegenseitig zu helfen. Da mal rüber. Zur Not müssen wir da einbrechen. Ah, 24 Stunden. Willkommen. Da, der Laden ist noch offen. Vielleicht sollten wir reingehen. Zumindest ist es warm da drin. Was willst du? Ich und ein Mädchen haben keine Unterkunft. Hätten Sie etwas Geld für ein Zimmer für heute Nacht? Scheiße. Ein obdachloser Android? Das ist der Hammer. Also, das ist hier ein Supermarkt und nicht die Heilsarmee, okay? Haut ab, wenn ihr nichts kaufen wollt. Boah, ich dachte, der wäre nett. Jetzt wird's so zum Arschloch. Ja. Plan finden. Ich hoffe, wir haben Glück. Alice als Ablenkung benutzen. Ist jetzt die Frage, wo ist Alice, ne? Wo ist er denn hingelaufen hier? Das ist er ja gar nicht. Ich
Da ist sie ja. Alice, du musst mir helfen. Siehst du die Dosen da drin? Ich möchte, dass du hingehst und sie umstößt. Sie umstoßen? Warum? Bitte. Alice, vertrau mir. Was er jetzt macht. Alles okay? Bist du verletzt? Gar kein Problem. Das sind nur ein paar Dosen. War bloß ziemlich laut. Sag mal, was macht dein kleines Mädchen so spät noch draußen? Komm schon, los. Okay, was anderes blieb uns ja auch nicht über, ne? Er hätte ja auch helfen können, Herr Penner. Fuck! Ja, okay, stehlen ist mal keine Option. Ich will das jetzt hier nicht schönreden. Aber man merkt schon... Wir haben jetzt etwas Geld. Du hast mich benutzt, um zu stehlen! Wie konntest du nur? Ich hab dir vertraut! Man hat für die Situation halt Vertrauen irgendwie. No. Ich hatte keine Wahl. Wir es ging die nicht Worte. Anders, Alice. Doch, ging es. Was ich gerade sagen wollte, also man kann die Situation so gut verstehen, dass einem so ein bisschen leid tun. So, hier ist ein Motel. Finde einen Unterschlupf. Gehen wir mal dahin. Auf jeden Fall verstehe ich die Situation. Die tun mir beide leid. Und da kann man vielleicht mal verstehen, dass sie da irgendwie Mist gebaut haben. Ein Motel. Aber gut ist es auf jeden Fall nicht. Da haben wir unseren Schlafplatz. Gehen wir nicht rein? Es geht nicht, Alice. Die vermieten sicher nicht an Androiden. Ich muss diese Uniform loswerden. Oder weitersuchen. Oh, das ist eine Wäscherei, okay. Können wir da was... Finde Kleidung, ne? Da hoffen wir doch mal, dass wir hier richtig sind. Hier ist es warm. Dir geht's gleich besser. So, wo finde ich jetzt Kleidung? Ich muss irgendwo Kleidung finden. Oh, ich glaube, ich klaue seine Klamotten. Das ist ja interessant. Was machst du da? Die gehören nicht uns. Wir brauchen sie, Alice. Du brauchst etwas Warmes und ich muss diese Uniform loswerden. Das ist Diebstahl. Das dürfen wir nicht. Okay, wir wollen das Vertrauen. Du hast recht. Wir tun es nicht. Wir wollen das Vertrauen der Kleinen nicht noch mehr verlieren. Die Frage ist, was machen wir jetzt? Okay, lesen wir mal. Ich weiß immer nicht, was mir das so bringen soll, außer Zeit. Ich meine, ich könnte mir das jetzt hier alles durchlesen. Aber da hat ja auch keiner Lust drauf, ne?
Krass, dass er da so eingeschlafen ist. Mit den drei Tasten ist das wirklich eine komplette. Nehmen. Ist das eine komplette Bestätigung, dass wir das auch wirklich machen wollen? Hier steht ablegen. Könnten wir eigentlich ins Motel gehen. Aber krass, wie die Androiden menschlich werden. Also, okay, heißt doch, become human. Aber sie hilft auch Menschen, also. Könnt ihr ja genauso denken wie die Menschen, dass die Androiden scheiße sind. So, zum Motel. Gehen zum Motel. Komm. Wir haben auch die 40 Dollar. Hi. Hi. Ein Zimmer bitte. Das macht 40 Dollar. Im Voraus. Ich brauche Name und Adresse. Oh. Kann ich Ihren Führerschein sehen? Wir waren in Eile. Ich muss ihn vergessen haben. Kein Problem. Darum kümmern wir uns morgen. Glück gehabt. Dann gute Nacht. Gute Nacht. Komm, Alice. Meinst du, er hat dir geglaubt? Ich weiß nicht, Alice. Ich weiß nur, dass du es heute schön warm hast. Zimmer 28. Mal gucken, wo ist denn das? Zeigt er mir das an? Nee, da kann man nicht lang gehen. Na. Wird das wohl die Treppe hier hoch sein? Ne, da geht's auch nicht lang. Irgendwie komisch, hier jetzt gerade Aussage. Geht's nicht. Okay, dann müssen wir hier lang. Okay, das ist 16. Okay, sie ist schon alleine gefunden. Oder? Muss das ja 28 sein. Kann die Kleine auf jeden Fall in Ruhe schlafen, ohne ihren anstrengenden Vater, und es ist ein bisschen wärmer. Hier, gib mir den Mantel.
Wirkt ja geradezu menschlich irgendwie. Also es ist echt unglaublich. Ich habe Schokolade. Hast du Hunger? Badezimmer. Das konnten wir ja mit den anderen Androiden auch machen, aber ich weiß nicht, was das immer bringen soll. Dass die sich hier angucken. So. Aussehen, okay. Zieh die Sachen aus. Sie sind klatschnass. Ich bringe sie zum Trocknen ins Bad. Trockene Alice-Kleidung. Ja. Ich im Badezimmer, was das werden soll. Ach, Heizung, alles klar. Ja, das hätte ich ja auch noch hingekriegt. Ich dachte schon, sie muss dann Trockner bedienen. Warum hat er mich nie geliebt? Warum war er immer wütend auf mich? Ich wollte doch nur wie die anderen Mädchen sein. Vielleicht habe ich was falsch gemacht. Vielleicht war ich nicht brav genug. Und deshalb war er immer so wütend. Kinder geben sich immer selber die Schuld. Ich wollte nur, dass er mich lieb hat. Warum waren wir nie glücklich? Ich weiß nicht. Du verlässt mich nicht, oder? Versprich, dass du nie gehst. Versprochen. Bleiben wir für immer zusammen? Für immer. Ich hoffe, das klappt auch. Das ist schon eine geile Geschichte, wenn man sich überlegt, das sind Androiden und die werden irgendwie menschlich. Oder müssen menschlich sein. Man weiß ja noch gar nicht, wie das Ganze überhaupt ausgeht. Die Androiden sind hier in diesem Teil lieber als die Menschen. Das ist eigentlich schon krass. Ich mache jetzt das Licht aus, okay? Gehen wäre, glaube ich, auch der falsche Weg, wenn sie dann nochmal wach wird. Ja, jetzt haben wir zwei Runden weitergespielt. Jetzt erstellt sich hier neue Verknüpfung. Das ist schon sehr interessant gewesen. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und dann sehen wir uns in der nächsten Runde, im nächsten Teil, genau. Könnt ihr ja nochmal ein Abo hinterlassen und ein Like, das würde mich freuen. Bis dahin, ciao.